Hallo, ihr lieben Leserinnen, herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht es um Angst von Dirk Kobjuweit oder um Angst, 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 Angst von Dirk Kobjuweit, wie ich es im Coming Soon Video genannt habe, und das bleibt jetzt auch so stehen. Punkt. Ich habe das Buch aus dem alten Überraschungspaket Paradox aus dem Coming Soon Video, wo ich nicht so richtig wusste, was das jetzt eigentlich für Überraschungspakete waren, was im Endeffekt eigentlich auch völlig egal ist. Weil das interessiert eigentlich, glaube ich, niemanden. Auf jeden Fall habe ich es mir praktisch nicht selber ausgesucht, sondern ich habe mir nämlich nur entschieden, es mit auf Buchstapel zu nehmen. Genau, so, in Angst geht es um Randolph. Randolph besucht am Anfang des Buchs seinen Vater im Gefängnis. Er hat an dem Tag Geburtstag und da will Randolph ihn natürlich besuchen. Es ist ein sehr merkwürdiges Treffen zwischen den beiden, was aber immer so zu sein scheint. Der Vater redet nicht viel, Randolph unterhält sich mehr mit dem Schließer, der mit im Raum ist, als mit dem Vater selbst. Der Vater ist sehr, sehr ruhig geworden und nach ein paar Seiten erfahren wir, dass Randolphs Vater ganz offensichtlich einen Menschen erschossen hat, und zwar den Nachbarn von Randolph. Und es wird erstmal so stehen gelassen. Also, wir erfahren, dass Randolph der Meinung ist, er hat dazu beigetragen, dass es passiert ist und hat deswegen auch Schuldgefühle. Aber er erzählt uns dann, wie das damals so war an diesem Tag. Und dass er von Anfang an wusste, dass sein Vater ihn besucht hat, um den Nachbarn zu töten. Wir erfahren natürlich im Laufe des Buchs, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Er, also Randolph und seine Familie, sind in ein wunderschönes Haus gezogen. Sie mögen es sehr dort, also die Wohnung gefällt ihnen sehr gut und prinzipiell mögen sie auch ihre Nachbarn. Aber da ist ein Nachbar, der Herr Tiberius, der sich mit der Zeit immer merkwürdiger verhält. Er kommt auf den ersten Blick sehr nett rüber. Er ist aufmerksam und halt ein ganz normaler Nachbar. Aber mit der Zeit stellt Randolph fest, oder eigentlich stellt erstmal seine Frau fest, dass irgendwas mit ihm nicht wirklich stimmen kann. Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Der Nachbar beobachtet Randolphs Frau. Er beobachtet auch die Kinder. Er schreibt Liebesbriefe. Und irgendwann geht es so weit, dass der Nachbar behauptet, Randolph und seine Frau würden ihre Kinder missbrauchen. Und er sie Anzeige gestellt hat. Und dass es so nicht weitergehen kann. Randolph weiß nicht so richtig, wie er sich dagegen wehren soll. Er wendet sich an verschiedene Personen, an Institutionen, an die Polizei, an Rechtsanwalt und auch an den Vermieter. Aber keiner kann ihm so wirklich helfen, weil der Nachbar nichts Konkretes gemacht hat. Stalker-Fälle sind da immer ein bisschen schwierig. Solange nicht wirklich irgendwas passiert ist, was wirklich handfest ist, kann die Justiz da nicht viel machen. Was natürlich dazu führt, dass Randolph sich sehr ohnmächtig fühlt der ganzen Situation gegenüber. Er versucht natürlich auch den Nachbarn irgendwie zur Rede zu stellen. Und teilweise scheint es auch zu klappen, dass er ihm irgendwie ins Gewissen reden kann. Aber am nächsten Tag ist dann wieder alles ganz anders. Und der Herr Tiberius, der macht quasi, was er möchte, was dann scheinbar auch dazu geführt hat, dass die Situation so eskaliert ist. Ganz nebenbei erfahren wir natürlich dann noch einige Sachen aus der Vergangenheit von Randolph, hauptsächlich in Bezug auf das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater, was, wie wir ja schon in der Gefängnisszene festgestellt haben, etwas schwierig ist. Sein Vater ist nämlich ein Waffennarr und Randolph hat sich nie so wirklich sicher gefühlt mit diesen ganzen Waffen in der Nähe.
Er ist aufgewachsen mit der Befürchtung, dass sein Vater ihn irgendwann erschießen wird, wenn ihm irgendwas nicht passt oder wenn er einfach mal ausrastet. Und dass das nicht besonders gesund sein kann, ist, glaube ich, klar. Und das dritte große Thema in dem Buch, meiner Meinung nach, ist die Ehe natürlich zwischen Randolph und seiner Frau, die angeblich durch diese ganze Geschichte mit dem Herr Tiberius auf die große Zerreißprobe gestellt wird. Aber im Laufe des Buchs erfahren wir, dass die Ehe vorher schon nicht mehr ganz so glücklich war, dass Randolph sich so. Er ist eher so der Außenseiter-Typ, ja. Er liebt seine Frau, er liebt seine Kinder, aber er braucht immer mal Zeit für sich alleine und die nimmt er sich, ohne seiner Frau wirklich Bescheid zu sagen. Er nimmt sich Abende Zeit für sich, um einfach irgendwo essen zu gehen, und zwar richtig üppige Menüs, und irgendwie erfüllt ihn das dann mit, weiß ich nicht, Genugtuung, mit Glück, mit, ich weiß nicht so richtig, mit Energie vielleicht, um seinen Alltag mit der Familie weiter zu meistern. Ich weiß nicht so richtig. Das ist der Aspekt, den ich nicht so richtig nachvollziehen konnte, ehrlich gesagt. Und ja, was so wirklich in der Ehe schiefgegangen ist, versucht Randolph uns in dem Buch hier noch irgendwie zu erzählen. Aber auch, dass die Sache mit Herr Tiberius seiner Ehe vielleicht auch gut getan haben könnte. Und ja, das ist das, worum es in dem Buch geht. Und ich fand es echt cool, muss ich sagen. Also es hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Der Schreibstil von Dirk Kurpiuweit war wahnsinnig packend. Es klingt vielleicht negativ, aber ich fand das Buch jetzt nicht besonders spannend, so prinzipiell. Ich finde, dass das Cover so ein bisschen so ein paar Thriller-Vibes rüberschickt, ehrlich gesagt. Und der Leser quasi sich beunruhigt fühlen soll durch das Cover. Und das habe ich aber in dem Schreibstil jetzt nicht so wiedergefunden in der ganzen Story, sondern es war sehr, sehr packend, aber ich fand es nicht besonders spannend. Aber die Art und Weise, wie alles rübergebracht wurde, hat mich am Ball bleiben lassen quasi. Es war sehr, sehr gut geschrieben. Die Zeitsprünge waren eigentlich das, was mich am meisten gestört hat, wo ich immer mal Probleme hatte, wirklich hinterherzukommen. Ansonsten war es wahnsinnig interessant, das Verhältnis zwischen Randolph und seinem Vater näher zu beleuchten, mit der Zeit so rauszufinden, was da alles so schiefgegangen ist und wie er sich gefühlt haben muss, während seiner Kindheit, während seiner Jugendzeit und dann auch in seinem Erwachsenenalter. Und die ganzen Aspekte der Angst wiederzufinden, auf die natürlich der Titel anspielt, was sich auf sehr viele verschiedene Sachen bezieht. Das war sehr, sehr spannend. Natürlich auch sehr spannend zu sehen, wie Randolph und seine Frau mit der ganzen Situation umgegangen sind. Gleichzeitig aber auch natürlich spannend zu erfahren, was der Herr Tiberius eigentlich gemacht hat. Und was genau das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Auf die Kinder fand ich jetzt, wird nicht so genau eingegangen, fand ich aber auch nicht so schlimm. Es standen andere Sachen mehr im Vordergrund. Und das war völlig okay für mich. Ich fand es tatsächlich ziemlich gut. Was mich wirklich etwas irritiert hat, ehrlich gesagt. Weil ich beim Lesen fand ich es gar nicht so gut. Also ich fand es spannend, ich fand es interessant. Aber mir hatte irgendwas gefehlt, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte ich nicht genau sagen, was mir gefehlt hat. Es war wahrscheinlich einfach nur diese Zeitsprünge, die mir irgendwie teilweise nicht besonders gefallen haben, weil sie wirklich sehr große Zeitsprünge waren es auf jeden Fall. Das Buch ist in der Ich-Variante geschrieben, direkt aus Randolphs Sicht, und ja. Er legt uns hier quasi einen Bericht ab darüber, was eigentlich passiert ist. Er muss es sich von der Seele schreiben. Und das macht er hier in dem Buch. Das Buch hat insgesamt, was ist das hier eigentlich noch? Ach so, okay. Insgesamt 252 Seiten. Und das ist der Rowohlt Verlag, meine Ausgabe. Ob es andere Ausgaben gibt,
Weiß ich nicht, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeschaut. Und das Buch kam raus im Jahr 2013. Meine Ausgabe ist auch die erste Auflage von 2013. Und ich fand's echt cool, muss ich sagen. Also hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und mir hat auch von Anfang an das Cover sehr gut gefallen, was, wie gesagt, Unbehagen auslösen soll. Die Farbwahl, schwarz und rot. Rot, die Farbe der Wut, aber auch die Farbe der Liebe. Und viele Aspekte, die ja tatsächlich aus dem Cover raussprechen, obwohl es sehr schlicht gehalten ist. Dann dieses Verschwommene. Und das soll natürlich den Leser. Was habe ich gerade gesagt für ein Wort? Ne, ich komme nicht mehr drauf, ne? Unbehagen auslösen, es soll Unbehagen auslösen, das habe ich gerade eben schon mal gesagt. Ich habe das Wort jetzt gerade vergessen, auf dem Weg bis hierher. Okay, also ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich es gelesen habe. Ich habe das Buch ein bisschen vor mir hergeschoben, ich gebe es zu. Mich hat der Titel Angst jetzt erstmal abgeschreckt. Ich wollte keine Angst haben vor dem Buch, vor dem Lesen und während des Lesens, was im Endeffekt auch nicht passiert ist. Also, hier steht drin, es ist ein Psychagramm. Psychogramm, Entschuldigung, ein Psychogramm. Ich denke, beschreibt sehr gut, sehr, sehr passender Titel. Und ja, ich fand es tatsächlich sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, was ist erstmal auf meiner Seite und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.